Herzlich willkommen, Leute, zu wohl schönsten Rainbow Six Siege Folge auf meinem Kanal mit Kunan, McFly, Sax und Alex. Hallo. Schönen guten Tag. Du hast die wichtigste Einstellung gemacht. Was denn? Gehen wir Optionen? Nein. Doch, mach schnell. Okay, was? Display? Nein, ja, okay, was? So, Kalibration ganz unten? Ja. Und auf 70. Kalibriere deine Bildschirmhelligkeit. Auf 70. Warum? Leuchten die Feinde da durch? Mach. Hab ich, Alter, das war's. Er hat jetzt die ESL-Settings hier. Ich hab das Gefühl, Alex trollt den da. Nein, wirklich. Das sind jetzt 1 zu 1 meine Settings hier. Rainbow hatte heute, wie gestern übrigens auch schon, gestern ging's ja nicht. Heute ist er ganz kaputt gegangen, ich kam nicht mehr ins Spiel rein. Mach Dateien reparieren, da sagt er, oh mein Gott, wir haben eine Menge kaputte Dateien gefunden. drückst auf Reparieren, lädt er das ganze Spiel neu runter. Geil. Anscheinend alles kaputt. Und bei der Hälfte, nachdem wir eine halbe Stunde gewartet haben, sagt er, ja, Fehler beim Schreiben auf die Festplatte, versuchen Sie es erneut. Erneut. Fehler. Ende. drück ich auf deinstallieren. Einige Dateien von Rainbow Six Siege können nicht deinstalliert werden. So, installieren ging nicht, deinstallieren ging nicht. Dann habe ich dann ging gar nichts mehr. Dann habe ich einfach auf nicht HD Texturen gestellt und da musste Gott sei Dank nur 100 Megabyte oder so runtergeladen werden. Das geht jetzt. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich schon Low Texturen habe, dann auch Low Settings, ja, weil jetzt bin ich Profispieler. Einsatz in 5 Sekunden. Was habt ihr wieder für ein Problem mit eurem Holzmodem? Aber egal, in Rainbow ist das ein Vorteil. Wir spielen das jetzt so, wie es ist. Das ist Rainbow und Uplay. Ich spiele jetzt Rainbow endlich mal. Alter, jetzt gehe ich richtig ab. Dalu spielt jetzt nicht mehr Rainbow mit 144 Hertz. Alles low. Wie viele Frames hast du? 210? Das sehen die Zuschauer leider nicht. Ich habe über 200, ja. Also du hast das nicht drin. Achso, okay. Boah, jetzt hier, es sieht aus wie Counter-Strike 1.6. Wie schön das Spiel eigentlich mit voller Grafik ist und wie viel schlechter man dadurch wäre. Ich hoffe, mich blendet jetzt auch gar nichts mehr. Ich hab Carreo mal gekillt. Cool. Jo, Alter. Wenn man in Häuser reinguckt, ist das ja krass. Ja. Jetzt siehst du es ja nicht mal was, oder? Ja, aber alles. Vorsicht! Wir können. Oh, ich hab's auf Deutsch jetzt. Wir können vorrücken, ey, Alter. Das ist Alex da reinballert. War es ESL ist koreanisch, oder? Wegen den kürzesten Calls. Stell dich gleich noch um. Warte, jetzt geht's richtig. Optionen. Anzeige. Warte, wo war denn das? Scheiße, ich hatte doch letztens schon mal auf Japanisch gestellt. Was testen? Ach, stimmt. Alex, hast du einen Laserpointer? Ja. Unter Grafikfelder, das muss Anzeige sein. Hinten durch. Scheiße. Das geht bestimmt nur im Hauptmenü. Wieso stehen wir eigentlich hier außen so rum? Ja, du musst gleich das Spiel sogar neu starten. Sollen wir nicht mal rein? Ich spiele übrigens nicht auf 144 Hertz. Kann ich jetzt das Ding hier irgendwie durchhauen? Nee. Da musst du raus, da, du. Nee. Mein Auge hat 144 Hertz. Da brauch ich den Monitor. Ich flash dich mal. Ja. Holy shit. Wenn du die Dinger okay, ich war hinter der Wand, oder was machst du? In der Meinung, einer war hier oben noch. Zwei stehen hinten im Raum drin. Genau, zwei stehen hinten im Raum drin. Da ist einer drin hier. Das war der. Der Anzeige nach war ich nicht hinter der Wand. Ja gut, das liegt wahrscheinlich. Okay, einer hängt dahinter, einer hängt hier rechts. Ja, den da rechts, der wird genadet vielleicht. Hat auf mich geschossen. Kriegt er die Nade noch ab? Ja. Ja, hat er. Ach, Alex hat die Nade gefangen. Ja. Ich hab ihn da reingedrückt noch. Ja, hat er. Ach, da lag der andere. Alex, ja, ich hatte auch gerade erst. Alex wollte nochmal aufstehen bei mir, habt ihr gesehen? Oh, er hat das Bein hochgehoben. Ja, hat er. Hat die Nade abbekommen. Ja, hat er. Ja, hat. Und ist geil, ne? Es ist anders auf jeden Fall. Also, was ich bei Rainbow sonst immer ganz cool fand, ist, dass es rundum geschlossen cool aussah. So was die Effekte und sowas angeht. Ja. Das ist halt schon ein Unterschied. Es sieht immer noch nicht schlecht aus. Ja, also ich glaube, die Grafik kannst du auch so weit gar nicht runterstellen. So haben die das auch nicht. Aber doch, nee, das ist das Unterschied. Kannst du noch machen. Also, was für mich aber irgendwie anders aussieht, ist, die Figuren sind irgendwie dünner, kleiner. Also so wirkt es. Wahrscheinlich, weil die halt keine Effekte um sich rum haben.
Ja, es kann gut sein. Alter, es leckt krass mit 180. Ja, mit 180. Ich hab tatsächlich keine Probleme. Ja, du hast ja auch keine Lags mehr, ja. Nur noch Alex hat seine 130 Stunden. Ja, das ist die neue Hyping jetzt noch als nächstes. Oh, warte mal, ich weiß, woran das liegt. Leute, aber ich bekomme bald einen neuen Rechner. Und dann stelle ich wieder, dann lade ich wieder alles normal runter. Nein, der kann dann nur noch auf Low stehen nach dem neuen Rechner. Ja. Nimmt dann auch die HD-Texturen dazu. Die hatte ich ja vorher. Wieso fliegen die Drohnen in der Luft? Oh ne, es leckt, glaube ich, gerade allgemein. So, mein Steam ist wieder drin. Hier flog. Nee, mein Steam war noch an, der hat runtergeladen, deswegen war das so hoch. Aber es leckt, glaube ich, trotzdem irgendwie, oder die Gegner laggen auch. Die kommen von da hinten. Von da hinten? Wo kann ich nicht markieren? Nice. Da, ach, ja, da hinten. Er wollte nicht markieren. Da hinten ist immer gut. Da hinten. Wer ist denn das da unten? Das kann ich nicht erkennen. Oh, der Kunde hat mal gerade noch siehst du mich und jetzt nicht mehr. Aber ganz oder los. Oh, hier ist schon einer oben, guck mal. Ja, ja, hier sind schon welche oben. Wiggelt rum. Ich will auch durch das Fenster gucken. Ich wollte gerade sagen, ich will auch durchgucken. Lass doch mal was sehen. Mal hier. Hallo? Er will auf die andere Seite rüber, schnell. Wink dir mal zu. Jetzt ja, schnell raus. los. Da kommt jetzt der nächste. Ich habe Angst, dass da schon einer ist, deswegen habe ich ihn nicht getroffen. Das ist Hibana gewesen. Kuckuck. Das war die Glatze. Guck mal, Glatze, da ist Hibana, siehst du sie? Das war einer füßt rein. Das war die Glatze, ja. Ah, ja. Da ist noch einer rein. Ja, aber es ist offen, das ist das Problem. Boah, leck. Futz! Oh, die kommt gut! Scheiße! Arsch. Boah, ich hab. Haben wir einen Dog? Nein. Nope. Sachsel! Ela, Junge. Ela? Ela ist 9 Meter. Ela ist 9 Meter? 9 Meter. Glaube ich nicht. Warum ist alles offen? Haben die ein Glas oder was? Die haben Glas, ja. Ja, die haben, wir haben auch ein Glas, Glas hier. Glas und Glatze haben sie. Oh, Vorsicht. Ah, ganz knapp. Hat er nicht mit gerechnet. Hey, hey. Was hat der denn eingeschlagen? Da hinten. Komm, ich, soll ich mit der Pistole mal Glas wegschießen? Mach mal. Okay. Spiel mal Clicker Heroes. Spiel mal Clicker Heroes. Oh, wow. Das war super. Ist super. Ich war du liegst vor allem. Ja, ja, der Netcode war richtig schlimm gerade. Deine Low-Settings will ich, glaube ich, gar nicht. Alter, what the fuck? Ich war schon 300 Kilometer weiter hinten. Oh Gott. Ah, unten ist auch schon einer drin, ne? Ist so. Die Ash ist unten drin, ne? Das ist da fährt eine Drohne Help hoch. Hat alles besser gemacht. Operation Help, ey. Hallo. Okay, eine geile Position von Hibana ist auch unten drin, ne? An der Etage unter euch. Eigentlich schon, oder? Ja. Hibana ist jetzt auf der Treppe. In der Mine wurde alles gelöst. Müsste die fast auf der Treppe gewesen sein. Ja. Oh. Nimm es gerade, ich sitze und kriege ganz das Oxidor weg. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Das ist auch eine schöne Nacht. Ja. Die Banner ist durch, das war die. Da bin ich. Ja, die ist down. Nochmal eine Mine ausgelöst. Einer ist in meine Gruppe gerannt. Dich habe ich gehört, mein Freund. Wo ist der hin, der hier? Der F4 hier, einfach hinter, hier, an die Treppe. An einem Fenster hängt noch einer. Nee, an die. Was? D4 dahin werfen. Dann nicht da in die Ecke, sondern an die. Ja, einfach dahin, ja. Und dann direkt zu. Nee, warum? Es war zu kurz. Da hab ich ein Teamwetter zerstört. Wieso stumm? Black ist noch auf meinem Dach. Und dann? Was? Da liegt einer. Da steht einer. Da? Da steht einer vor dir. Ja, ja genau, danke. Ruckelt Kundan bei euch verletzt auch, wenn ihr ihm zukommt? Ja, ultra. Ja, oh, okay. Ziemlich. Aber er hat auch einen hohen. Ja. 15 Sekunden noch. Der andere ist Blackbeard, der muss sagen, heb ihn schnell auf. Ich helfe dir. Vielleicht läuft er durch die World of Goose. World of Goose, ey. Wieso heißen meine Gadgets? Da wird er durchkommen, wenn. Sagt der heißen da. Goose, ja. Wenn überhaupt. Weil in einem anderen Gang wären noch zwei Fallen gewesen. Hast du Ausgeben ankunden? Ja, aber ich habe keinen Donut. Mach das mal aus. Ja, aber die Gegner haben auch einen mit so viel Ping. Ja. Siehst du, bei mir läuft es auch mit hohem Ping. Immer wenn ich Uplay und Steam gleichzeitig auf habe, habe ich einen High Ping. Auch wenn der nicht drunter lädt, keine Ahnung. Aber Steam hat man noch immer. Schlechtes also ich habe eine schlechtere Internetleitung, also bitte. Aber Steam hat man noch immer an, oder nicht? Ja, deswegen. Ich mach das bei Rainbow immer aus, tatsächlich. Aber nur bei Rainbow. Ich nicht.
Und dann verspiele ich ihn noch. Da eben nichts laufen gerade genau zwei Sachen. Na gut, drei. Teamspeak, Rainbow und OBS. Hey Leute, ich hab jetzt, also ich hab's auch noch nicht für mich gemerkt. Das war eigentlich noch eine ganz solide Runde. Ich hätte nicht gedacht, dass die Glass und Blackbeard als Sniper abstellen. Ich dachte, nachdem Glass tot war, konnte ich da locker im Raum rumlaufen. Ach Mann. Alter Kunde, da kann man nicht zugucken. Das ist unglaublich anstrengend. Warum? Lags. Ja, die Drohnen-Sound. Ah, Feind identifiziert. 10 Sekunden bis zum Einsatz. So. Na guck doch mal vorher. Ja, eine Kavera. Eigentlich fahren. Kunans Drohne oh, ist tot. Aber auch oh ja, mein Gott. Alter. Scheiße. Der hat sich durch nicht genug Platz im Schacht. Jetzt kam von hinten noch einer. Habe ich das richtig gesehen, dass da eine andere Kamera gettet. Anders auf jeden Fall eine Etage. Okay. Wir haben das mit Sicherheit auch hier auf der Seite wieder. Kommt hier gleich aus der Tür raus. Wo sind die jetzt? Nicht da, wo wir waren, ne? Einen drunter, oder? Ist das? Ja. Gleich waren wir gerade eben beim Angriff. Okay, da wo wir gerade schon. Pass da auch, wo du bist, Dano. Warum? Ich wollte gerade sagen, hier. Weil die hier rauspieken immer. Ach, immer. Hast du in der eine Decke rum. Ah, Kunde hat wieder Carver. Ja. Ah, Kulran, sehr schön. Der hat sogar da hinten rausgepiekt, ja. Ja, die wollen. Also, da wollen wir nicht hier durch. Ich hab sogar noch schlecht geschossen. Wollen wir mal dasselbe wir machen wie letztes Mal? Achtung, geht auf, Maxi. Vor mir. Oh. Sehr schön. Da ist einer! Da ist einer! Lol! Hab ich gesehen. Kap dachte, ich renn da jetzt rein. Huhu! Danke. Ja. Tatschanka ist im Raum und guckt. Direkt unter dir, Alex, ist Tatschanka. Hier? Ja, wir kommen hier leider nicht rein. Nee, wir haben unseren Thermite verloren. Da geht's nicht. Ich prügel ein bisschen den Boden auf, also passt auf. Es sieht so aus, als wäre nur einer im Raum momentan. Ich kann die Drohne kann nur einen entdecken, ja. Es leben noch Doc und Tatschanka. Och, Leute. In der Tür ist übrigens ein Draht, sagst du? Im Mini-Room ist keiner. Achso, schön. Im Mini-Room ist keiner? Ja, im Mini-Room hier ist keiner. Kannst du hier noch aufmachen? Klar. Du bist? Kann ich überall aufmachen, wenn du willst. Oh! Versuch mal, kann ich mit der Drohne markieren? Ja. Versucht mal ganz hinten an der westlichsten Wand. Da ist Tatschanka unter. Wenn ihr da vielleicht oben drüber aufschlagt. Ich bin full flash. Danke. Klappte. Ihn nur SES. Achso. Ihr seid schon unten. Ja, da kommt ihr nicht durch, ja. Oh, da war noch ein Kaputt. Den hätte ich natürlich schon denken können, nachdem ich es gesagt habe. Tatschanka Schild kaputt. Sehr schön. Die Low Settings helfen. Das war echt gut. Nein. Waren das schon alle drei Runden? Oh. Da war das Schild weg, da war der Kopf frei. Direkt mit Low Settings, Platz 1, trotz Teamkill. Da schwingt er wieder seine Keule. Ja, aber es geht auch nur mit Slash. Slash habe ich echt oft hier vorne. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, schaut mal vorbei, bis dann, macht's gut, ciao. Tschüss.